Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode. Heute nehme ich euch mit an die Moselschleife nach Bremen. Ihr seht hinter mir, ein richtig krasser Aussichtspunkt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren natürlich. Ne? Bis gleich. Meine Lieben, wir sind angekommen in Bremen und hier gibt es einen wunderschönen Aussichtspunkt auf die Moselschleife. Dort wandern wir gerade hoch. Wir sind gerade am Wochenende da und ja, es ist schon echt sehr voll. Viele Motorradfahrer auch, aber wir haben schon damit gerechnet. Gucken trotzdem mal, wie die Aussicht dort zu genießen ist. Wir wollen nämlich gerade eigentlich zur Geierleibrücke. Leute, könnt ihr vergessen, eine Menschenansammlung. Wir hätten locker so 2 Stunden warten müssen und das schon um wie viel Uhr? 9 Uhr waren wir dort. Also am Wochenende könnt ihr das auf jeden Fall vergessen. Ich werde es auf jeden Fall mit Stella, glaube ich, nochmal aufspüren, die Geierleibrücke. Aber dann vielleicht in der Woche und mit Übernachtung, so dass man da um 6 Uhr morgens raus kann und die Brücke nur für sich hat, weil der Weg dorthin ist schon echt easy. Also da kommt halt jeder hin und hier muss man schon ein bisschen wandern, um zu der Aussicht zu kommen. Und ich hoffe, dass es hier ein bisschen ruhiger wird. Aber wir werden mal sehen. Viel Spaß bei der Episode. So, meine Lieben, jetzt geht's weiter zum Gipfelkreuz. Dort könnt ihr euch eine Erfrischung holen. Und wie ihr seht, der ist nicht ganz ohne. Meine Lieben, das ist echt nicht ohne die Wanderung, aber ich glaube, der Aussichtspunkt wird sich lohnen. Man sieht jetzt schon die halbe Moselschleife, das sieht so heftig aus. Freunde, wir sind angekommen am Gipfelkreuz. Hier kann man sich auf jeden Fall ein paar Speisen gönnen und ein paar Getränke. Wir haben aber unser eigenes Wasser mit, deswegen wandern wir jetzt weiter. Und dieses Mal waren wir schlauer. Wir haben Müsli-Riegel dabei, ein paar Nüsse und Äpfel. Du hast uns ausgestattet. Stella entwickelt sich auch gut zum Hiker. So, meine Lieben, wir sind jetzt auch endlich angekommen an dem Aussichtspunkt an der Moselschleife. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ihr hochkommt. Und zwar einmal nach vorne, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da ist so eine Brücke, da kann man parken. Oder hier vorne im Dörfchen, da kann man auch sein Auto abstellen und einfach hochwandern. Die Wanderungen haben es echt in sich, die dauern ungefähr so 2 Stunden. Echt übertrieben steil. Es gibt einen kleinen Trick, ihr könnt hier vorne am Gipfelkreuz auch direkt parken und dann dauert es ungefähr eine halbe Stunde, bis ihr zum Restaurant kommt und dann könnt ihr auch hier zu dem Aussichtspunkt kommen. Ist auf jeden Fall die angenehmere Variante, aber wenn ihr die volle Experience braucht, dann stellt euch einfach da unten auf den Parkplatz hin und wandert hier hoch. Das macht auch unheimlich viel Spaß und man lernt richtig viele coole Leute kennen. Mich selber erinnert die Moselschleife so ein bisschen an den Horseshoe Bend in Arizona. Da macht der Colorado River auch so einen Schlenker. Ich muss sagen, das sieht echt faszinierend aus und vor allem blüht das Ganze jetzt so schön im Grün, oder? Ja, das sieht echt schön aus. Ja. Kann die Aussicht hier so ein bisschen genießen und einfach mal auf sich wirken lassen, das Ganze. Das sieht echt Hammer aus. Wir hoffen, euch haben die Eindrücke hier von der Moselschleife gefallen. Wir wandern jetzt gleich wieder runter und gucken, dass wir was Leckeres zu futtern kriegen. Vielleicht einen Wein oder sowas, wer weiß. Und ja, und wir nehmen euch auf jeden Fall weiter mit, denn dort vorne am Ufer kann man auch noch schön entlang spazieren. Da gibt es auch eine richtig schöne Straße, die entlang führt. Also ist hier echt ein Paradies für Biker und Cabrio-Fahrer. Der Aussichtspunkt ist natürlich der Oberknaller.
Aber die Gegend hier drumherum um die Mosel hat auch so viel zu bieten. Wir haben den Aussichtspunkt jetzt nur als Highlight genommen. War echt cool, oder? War sehr romantisch. Fand ich auch. Und Patrick und ich haben beide gesagt, das ist wie in unserer Kindheit, weil überall diese Nadelbäume sind. Ja, es duftet einfach unfassbar schön. Und man kann hier einfach auch die frische Luft genießen und das macht einen schon einfach mega happy. Genau. Und wie gesagt, wir erkunden jetzt noch ein bisschen die Gegend hier, düsen jetzt unten nach unten zum Ufer und zeigen euch noch ein bisschen Eindrücke von der Gegend um die Mosel. Denn der Aussichtspunkt ist eine Sache, aber so die Weinberge, die haben auch noch was zu bieten. Oh ja. Also viel Spaß. Wir sind jetzt wieder am Ufer angekommen und es gibt eine kleine Abkühlung, und zwar ein Radler für mich. Silla hat sich Wasser gegönnt und ihr könnt schön am Ufer entlang laufen oder mit dem Fahrrad langfahren. Oder wenn ihr Moped habt, gibt es ja echt schöne Strecken, um hier mit dem Motorrad lang zu fahren. Ja, ansonsten, wenn die Mopedfahrer vorbeigefahren sind, ist es auch recht idyllisch hier. Man kann sich hier auch Boote ausleihen oder Stand-Up-Paddles und einfach die Mosel entlang schlendern. Und ja, wir genießen auf jeden Fall hier noch unser schönes Radler. Dann geht's für uns zurück nach NRW. Wir hoffen, euch hat die Reiseepisode gefallen. Ihr hattet einen schönen Einblick auf die Moselschleife und vielleicht entscheidet ihr euch auch, ja, hier hinzukommen. Dann verlinkt uns auf Instagram, markiert den Getaway Club und wir schauen uns auf jeden Fall gerne eure Bilder an. Wir wünschen euch viel Spaß hier und wir sehen uns in der nächsten Episode. Nicht vergessen, Daumen nach oben zu geben und Kanal zu abonnieren. Haut rein!